Das Interview der Woche wird präsentiert von laumer-versicherungen.de, dem Vergleichsportal für Versicherungen in Schweinfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schnüdel TV. Heute wollen wir uns mal mit dem sportlichen Leiter, dem Dieter Kurt, unterhalten. Es geht um das Thema Vertragsverlängerung, Kaderaufbau für die nächste Saison und natürlich das Freitagsspiel. Dieter, du bist der sportliche Leiter vom FC und damit verantwortlich für den Spielkader. Sportlich geht es im Moment voran, der Abstieg sollte unbedingt verhindert werden. Die Mannschaft stemmt sich auch seit Wochen schon dagegen und spielt extrem erfolgreich. Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Einige Spieler haben verlängert, heute kannst du, glaube ich, Vollzug für was Neues melden. Ja, wir sind also seit der Rückrunde sehr, sehr gut in Tritt gekommen, haben nach einer schwachen Vorrunde jetzt Punkte gemacht, die uns auch ein bisschen Luft nach hinten verschafft haben. Allerdings durch die Niederlage in Rhein ist es ja nochmal ein bisschen eng geworden. Die Planungen laufen für die nächste Saison. Wir wollen natürlich in der Liga bleiben. Die Planungen laufen auch nur für Regionalliga. Und wie wir heute gehört haben, hat Marco Janz, Philipp Messingschlager und Christopher Kratz schon ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert für die Regionalliga. Weitere Gespräche folgen. Wir wollen natürlich den Kader so stark dann auch haben nächstes Jahr, dass wir nicht wieder gegen Abstieg spielen müssen. Ziel wäre es dann mal wirklich unter die ersten 10 zu kommen. Am Freitag spielt ihr jetzt gegen Burghausen. Für beide Mannschaften ein extrem richtungsweisendes Spiel. Die einen wollen noch aufsteigen, die anderen wollen nicht absteigen, nämlich wir. Wie schätzt du das Spiel am Freitag eigentlich so ein? Ja, durch die Niederlage, die Burghausen jetzt erlitten hat gegen den Jan aus Regensburg, ist die Geschichte nochmal richtig interessant geworden, weil sie müssen bei uns punkten, um oben dran zu bleiben. Für uns natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Ich kann auch versprechen, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird als letzte Woche in Rhein. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und die Zuschauer, die ins Stadion kommen, die können sich auf ein kampfbetontes Spiel freuen. Und wir haben schon bewiesen, dass wir gegen die Spitzenmannschaften wie Regensburg oder Nürnberg gewinnen können. Und das wollen wir gegen Burghausen auch unbedingt schaffen. Okay, so viel Dieter Kurt, der sportliche Leiter vom FC. Alles Gute für Freitag. Danke. Also Philipp, du hast auch für ein Jahr Regionalliga verlängert. Was erwartest du in der neuen Saison vom FC? Ja, also es ist klar, dass wir natürlich uns etablieren wollen und nicht mehr gegen den Abstieg kämpfen wollen. Das wird auch das Ziel des ganzen Vereins sein. Deswegen ist das eigentlich der Hauptgrund, warum ich verlängert habe. Und daran wollen wir anknüpfen. Also für Freitag gilt es jetzt. Die Trainingseindrücke sind hervorragend. Kann man sich jetzt noch mal ein Bild machen davon? Das Interview der Woche wird präsentiert von laumer-versicherungen.de, dem Vergleichsportal für Versicherungen in Schweinfurt.